Aber mir ist nicht gut. Oh nee. Was hast du denn? Ich glaube, ich habe zu viele Kommentare. Ja, dann lass sie doch einfach hier. Okay. Ma! Ja, da sind wir. Da sind wir wieder. Wir gucken uns jetzt den Roller an in diesem Video, gucken, was Status Quo ist. Wir haben uns den seit letztem Mal nicht mehr angeguckt. Also mit Ende des Videos sind wir aus der Halle raus. Wir können am besten als erstes einfach mal gucken, ob er überhaupt noch anspringt. Da steht ja so eine Woche, ne? E-Starter, ne? Sehr gut, kein Problem. Ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Ja. Ich würde sagen, wir fahren den mal ein bisschen hier hoch. Mhm. Und dann gehen wir mal mit der Kamera drumherum und dann gucken wir mal, was Status ist. Ne? Ich fange vorne an, ja, mit den Reifen. Und zwar als wichtiges Profiltiefe. Und die ist auf jeden Fall noch gut. Aber Alter. Aber wir gucken jetzt nach dem Alter. Ist er? Ist es 2011. Siehst's? Ja. Ja. Ja, machen wir sowieso neu die 25. Reifen. Woche 2011, also ja, 10 Jahre alt. Die müssen aber auf jeden Fall. Wenn die Leute zu sich einen gebrauchten Roller angucken, ne, achtet hier auf die achten. Zahl, DOT-Zahl, hinteres die Jahreszahl 2011. So, Gabel ist natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, das ist ja ein Problem bei der Piaggio-Gabel hier. Die ist ja mit Fett gefüllt. Und ja, man sieht auch schon... Kriegst du das drauf von der Kamera? Leuchten. Ja, ja, ich sehe, was du meinst. Hier, der Krim. Die Simmerringe sind ganz rissig. Ah. Simmerringe extrem rissig und ja, es läuft halt das Fett schon ganz raus. Ne? Ja, also Gabel, ne? Gabel am besten. Also no, sie funktioniert noch, aber ich sag mal, derjenige, der dann Roller gewinnen möchte, der sollte auch sicher fahren können, ne? Ja, das heißt, also lass mal drin die Gabel. Ja. Bremsscheibe hat die einen Kranz. Ja, hat schon einen Kranz. Hier merkt man auch von hinten dann. Und die andere Sache sind dann die Beläge, sind die dick genug? 40-50%, aber ja, am besten. Soll ich da nochmal rein, bitte? Ja, ja, sieht jetzt doch ein bisschen mehr aus als gedacht, aber ja, ist ja trotzdem. Ja, kommt ne, sowieso alles neu. Ne? Gut. Bremsleitung überprüfen wir, die rissig ist. Oder irgendwelche Beschädigungen aufweist. Guck mal gerade mal bei der Gelegenheit die Verkleidung. Da sehen wir, ist hier nachlackiert worden. Hier sieht man unter dem Sticker, wie der Lack original war, ne? Bevor der Gran Canaria-Effekt eingesetzt hat. Also bevor die Sonne ausgebleicht hat. So eher rot, jetzt ist ne, er mehr orange. Ne? Ja. Das heißt, die Verkleidung werden wir neu lackieren. Ne? Ja. Hier auch schon... Orange. Was noch gut ist, sind hier die Abdeckung von den Scheinwerfern. Die sind ja oftmals gar nicht mehr vorhanden, beziehungsweise werden demontiert. Die sind noch drauf, sind nicht gerissen, sind jetzt auch nicht besonders getrübt. Ja, die polieren wir auch noch auf. Das sind die wie neu. So, das wird natürlich auch noch spannend hier, der Innenraum. Mhm. Da müssen wir ein, zwei Mittelchen anwenden. Ob man den aufbereitet kriegt, müssen wir probieren. Ansonsten muss man schauen, dass man da einen Ersatz findet. Hm? Ja, und sonst das Trittbrett ist alles da, ne? Schrauben sind alles drin, ist auch schon genau, mal ein Plus. Die Abdeckung ist da. Abdeckung ist da. Der Haken ist noch dran. Mhm. Das ist auch nicht selbstverständlich, funktioniert auch noch. Die klappen noch aus, habe ich schon geprüft. Genau. Auf beiden Seiten. Ja, es sind alle Vario-Schrauben drin. Alle Vario-Schrauben. Ich habe auch schon geguckt, hier ist nichts rausgebrochen. Ne, das ist auch schon mal super. Genau, dann beim Drehen. Guckt ihr, ob das Getriebe eventuell hakt oder blockiert, ob die Bremse gut eingestellt ist oder ob die auch schleift. Und halt auch wieder hier die Reifen prüfen. 99. 99, ja. Ja. Weil vor 2000 hatte ich die noch dreistellige Zahl. 10. Woche, 99. Den muss man eigentlich behalten, ne? Man kann hier nochmal drauf filmen, dass das auch sicher ist. Ja, damit will man eigentlich eher nicht mehr fahren, ne? Er kommt bei uns ins Museum. Warte, ich zoome mal ran. Was mal.
Ja, der ist ein bisschen porös, der Kollege, ne? Ja. Gut, kontrollieren wir das Heck. Mal gerade mal schauen, ob die Blinker gehen. Jo, jo. Haben sie? Jo. Andere Seite? Jo. Oh, geht sogar. Standlicht probieren wir, wenn er läuft. Ja, Heck ist sogar noch original. Das ist soweit super noch, ne? Komm mal. Ah, zuerst die Felge. Hier die Abdeckung, die fehlt auch oft. Sind wir auch froh, dass die dran ist. Auspuff. Auspuff, antiker, ja. Antike Optik, aber das ist ja nichts, was uns stören wird. Das können wir, wenn man hier, hier reinguckt. Da sieht man den Vergaser und den Ansaugstutzen. Ist der schon porös? Nee, oder? Bis jetzt auf den ersten Blick nicht. Nicht, nee. Aber es ist ja dreckig schon, natürlich alles. Ja. Ja. Zylinder. Zylinder ist noch original. Verkleidung, gucken wir mal noch, ob irgendwas gerissen ist, aber das sah augenscheinlich okay aus. Mhm. Fehlt hier was oder ist das original? Nee, nee. Manche hat er doch da was. Na, auf der anderen Seite ist es auch so. Da ist, kommt die Abluft raus. Oh, ist auch lange, lange her. Das war hier. So, wir sind jetzt im Prüfstandsraum. Da wir aber beide überhaupt gar keine Ahnung haben, wie der Prüfstand funktioniert, also dieser speziell, müssen wir den Prüfstandsmeister kontaktieren. Der ist heute im Homeoffice. Den werden wir jetzt versuchen, per Videocall anzurufen. Hallo? Hallo Prüfstandmeister, wir brauchen Hallo, deine Daniel. Hilfe. Ja. Guck mal, also das ist der Status, aber ist noch nicht festgemacht. Und das Rad ist der Prüfstand an. Nee, ist noch nichts an. Der Prüfstand, nicht der Roller. Ist noch nichts an, nee. Na, das Passwort steht da auf dem Zettel. Guck mal bitte, Flo. So, der Flo. Lass das mal den anderen machen. Der hat da, glaube ich, gewisse Grundkompetenz. Ja, du, guck mal, du siehst ja jetzt, was der Flo macht. Ich bin ja hier am Film. Ja. So, das ist gut. Siehst du, was der Flo macht? So. Okay, das Rad hat den vorne festgemacht. Nein, noch nicht. Und das Rad hinten passt an und ist noch hinten auf der Rolle. Das ist okay so. Okay. Da sind doch so zwei gelbe Knöpfe. Ja. Bei dem einen steht auf Englisch geschlossen. Close, ja? Ja, dann drück da mal drauf. Gedrückt halten? Ja, gedrückt halten. Das ist ein Schalter. Hörst du jetzt, dass irgendwas passiert? Ja. Ja, dann lass mal okay. So lange gedrückt, bis diese Lampe da dauerleuchtet in der Mitte. Ja, okay. Guck dir das mal an. So, wo steht das Hinterrad jetzt? Das Hinterrad steht, warte. So, guck mal. Ja, das ist der rote Pömpel, der hat nicht drauf drücken. Ja, nicht, nein. Es muss etwas hinter der Rolle sein sogar. Ah, weil du ja quasi ein bisschen in die Federgabel noch reindrückst. Ah, okay. Ja, ich sehe es nicht so ganz, du. Nee, ja, ist okay. Perfekt. Ja. Kein zweiter anders besser gekommen. Okay, und was machen wir jetzt? Feierabend? Jetzt können wir jockeln. Und der zeichnet dann auch auf jeden Lauf, oder? Wie oft warst du schon auf dem Prüfstand mit mir? Ja, ich weiß, dass der die Prüfstandsläufe aufzeichnet, aber müssen wir irgendwas drücken oder erkennt der jeden Lauf automatisch neu? Dreh mal nochmal um. Irgendwo da müsste so eine Fernbedienung rumliegen an dem Kabel. Ah ja, du drückst auf grün und dann auf rot. Grün ist, wie man sich jetzt denken mag, Start und rot ist Stopp. Und wo war noch... Also wenn du den roten Knopf also einmal drückst, dann zieht er die Notbremse aber direkt auch rein, ne? Oh. Okay, gut. Wenn gleich alles explodiert ist, sagen wir Bescheid. Danke für die Hilfe. Die Absaugung und sowas habt ihr aber alle schon passend hingemacht. Mach mal jetzt einen Auspuff, ja, ja. Und die Belüftung? Ja, das machen wir alles. Weiß ich, okay. Wie es geht. Okay. Ach, das weiß er auf einmal, wie es geht. Vielleicht rufe ich nochmal an. Wenn nicht, bis dann... Bis gleich, Daniel. Tschüss. Tschüss. Ich halte große Stücke auf euch. Ja, danke. Der muss da den kannst du da noch runterstellen. Genau, schön dran. So.
Ja, bitte? Die Lüfter vorne, wie, gehen die automatisch an? Brauchst du nicht. Brauchst du nicht? Also nur ein, zweimal Läufe, bis das Ding gar nicht auf Temperatur. Aber du hast doch da eine Bedieneinheit, da steht eigentlich alles drauf, wie was geht. Ja, da haben wir gerade geguckt. Aber auf Englisch. Nee, das ist nicht das Problem, aber wo muss ich denn hier drücken? Na? Zeig nochmal das Panel, bitte. Guck mal, Blowers. Das wird dir ja noch geläufig sein, was damit gemeint sein könnte. Ich dachte, dann kommen Mädels rein. Ja, gut. Nicht bremsen mit der Dingsbremse, also die gar nicht benutzen, ne? Du drückst jetzt den grünen Knopf, ziehst durch, bis ich abwinke und dann machst du hier quasi Tipp-Tipp. Okay. Völlig. Okay, Feuer. Ja, also, da ist es. 4,48 PS. 4,48. Das ist mehr, als ich gedacht hätte. Ja. Warte, ich mach Lüftung aus. Also, 4,48 PS. Ich hätte 3,5 oder so gedacht. Aber ich glaube, wir müssen noch einen Lauf machen. Ja, wir müssen noch einen ist Lauf jetzt machen. Ist kalt, ne? Der ist mit 5 PS, ist der angegeben. Hat er noch gut da behalten. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, wir wissen jetzt, wie es geht. Also, du hast gesehen, wenn du hier drauf drückst, der bremst direkt die Rolle runter. Also kann man auch nochmal aufmachen und dann ein bisschen sanfter, weißt du? Ah, okay. Verstehst das ist Erfahrungssache wahrscheinlich. Ja, ich wusste es auch nicht so genau. So, also nochmal Mickey Maus auf. So, warte. Also, ist mit 4 Läufe gemacht. Mit jedem Lauf ist es jetzt besser geworden. Wir haben 4,76 PS. Ich glaube, der ist mit 5 PS original angegeben. Mhm. Höchstgeschwindigkeit, Laufprüfstand. Wir haben jetzt nicht voll ausgedreht, aber so um 65 km/h. Ne? Also Motor ist noch relativ unverbastelt und entdrosselt halt. Ja. Ne? Aber da sieht man immer, Piaggio-Motor auch nach, ja, über 20 Jahren, ne? Nach 20 Jahren immer noch tippitoppi. Ne? So, das ist also, Motor läuft so, wie wir wollen, für den Anfang zumindest. Am Ende wird er anders laufen. Das heißt, Status quo vorm Umbau 4,76 PS, knapp 5. Wenn wir noch einen Lauf mehr gemacht hätten, wäre es vielleicht ein bisschen mehr geworden. Aber, ne? Das reicht. Das ist das Ergebnis. Ist es nichts? Ist nichts explodiert? Alles. Du hast zwischenzeitlich so geguckt, als wäre vielleicht was explodiert. Ich hatte schon ein bisschen Angst zwischenzeitlich. Ja. Gut, dann schieben wir das Ding nochmal raus. So, setz dich. So. Also, nach 24 Jahren ist der Motor immer noch frisch, würde ich sagen, mit fast 5 PS. Ja, krass.
Und ich würde sagen, lohnt sich auch nach so langer Zeit noch ein Piaggio-Motor zu kaufen. Genau. Also der gute Ruf kommt nicht von ungefähr, wir haben es hier nochmal bestätigt. Ne? Das heißt, wir haben eine gute Basis, auf die wir aufbauen können. Das war es dann für diesen Moment, ganz wichtig. Auch dieses Mal müssen wir uns bedanken für die Kommentare. Ja, also vielen lieben Dank. Wir haben wirklich großen Spaß, die Kommentare zu lesen. Hat lange nicht mehr so viel Freude gemacht, Kommentare alle durchzulesen. Also was immer ihr schreibt, wir lesen das alles. Wir gucken natürlich auch in die Statistiken. Vieles der Reichweite kommt tatsächlich durch die vielen Kommentare. Das heißt, mit jedem Kommentar helft ihr aktiv mit, damit die Videos anderen Scooter-Tunern auf YouTube vorgeschlagen werden. Ihr seid Teil des Projekts. Ihr seid Teil des Projekts. Deshalb, also macht weiter wie bisher mit eurem Support. Dann machen wir auch so weiter wie bisher. Genau. Ne? Das war's für diese Woche. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder. Bleibt am Ball. Haut rein. Und bis demnächst. Ciao.